Du hast The Secret gelesen und du weißt, dass du theoretisch alles mit dem Gesetz der Anziehung in dein Leben ziehen kannst. Aber was sollst du jetzt bloß tun? Wo fängst du an? In diesem Video zeige ich dir, was ich an deiner Stelle tun würde, wenn ich Anfängerin wäre mit dem Gesetz der Anziehung, und ich zeige dir 6 wertvolle Tipps, die du auch sofort umsetzen kannst. Genau, Tipp Nummer 1, wenn du Anfänger oder Anfängerin bist beim Gesetz der Anziehung: fange klein an. Ja, ich weiß, das will niemand hören, das wollte ich früher auch nicht hören. Ich habe gedacht, ich fange mit meinem größten Wunsch an und ziehe den in mein Leben, nur um dann zu merken, dass es nicht funktioniert. Ja, also mach bitte nicht denselben Fehler wie ich. Fange wirklich klein an, weil es ist unmöglich, dass du anfangen kannst und gleich deine größten Wünsche erfüllen kannst. Warum ist es unmöglich? Weil dir die Erfahrung fehlt, weil dir das Wissen fehlt und weil dir das Vertrauen fehlt. Okay? Also fange klein an, wünsche dir täglich kleine Dinge, wünsche dir bestimmte Lieder, die du gerne hören möchtest, wünsche dir, das ist der Klassiker natürlich, Parkplätze an einem bestimmten Ort, wünsche dir vielleicht mal ein bestimmtes Kleidungsstück oder wünsche dir einen guten Platz in einem Restaurant, das normalerweise sehr gut besetzt ist. Oder wünsche dir einfach wirklich Dinge, die dir gar nicht so viel wert sind, okay? Und vielleicht denkst du jetzt, Mensch, ich will doch diese Dinge gar nicht. Ich will meine großen Wünsche haben. Ich weiß doch, was ich haben möchte. Aber glaube mir, du musst zuerst klein anfangen. Weil ansonsten wirst du nie den Dreh rausbekommen, okay? Und das bringt mich auch gerade zum nächsten Punkt. Und zwar baue unbedingt dein Vertrauen zum Gesetz der Anziehung auf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das schon oft erwähnt, aber es ist so, so wichtig, wenn du dem Gesetz der Anziehung nicht vertraust, wenn du zwar intellektuell weißt, ja, das funktioniert, das habe ich ja gelesen und so weiter, wenn du aber gefühlsmäßig kein Vertrauen dazu hast, dann wird es enorm schwierig werden für dich, deine großen Wünsche auch anzuziehen, weil du immer wieder in Zweifel abrutschst, weil du dich immer wieder fragst, ach, ist es möglich für mich? Oder wie soll das gehen? Kann ich das überhaupt schaffen? Aber wenn du erstens einmal klein anfängst und so dein Vertrauen steigerst, dann wirst du irgendwann merken, wow, ich werde wirklich immer gehört. Das Gesetz der Anziehung wirkt jedes Mal. Und so kannst du anfangen, immer wie größere Dinge anzuziehen. Aber vorher ist das ein sehr holpriger Weg, ja? Es gibt vielleicht ein paar wenige Menschen, die gerade beim ersten Mal einen großen Wunsch sozusagen anziehen können, aber ich bin der Meinung, das ist wirklich eher die Minderheit und du machst es dir wirklich so viel einfacher, wenn du vielleicht mal sagst, okay, jetzt in den ersten Wochen und Monaten fange ich jetzt wirklich mal klein an und danach bin ich wirklich bereit für meine größeren Wünsche, weil dann kannst du sehr viel Zeit einsparen und du wirst viel mehr Freude bei der Umsetzung haben. Du bist nicht so wie ich damals frustriert und ungeduldig und kommst in all diese Zweifel rein, sondern das ist ein relativ glatter sozusagen Prozess, in dem du dich dann befindest. Dann Tipp Nummer 3, der ist auch natürlich sehr, sehr wichtig, und zwar sei dir bewusst, dass das Universum immer deine Gefühle beantwortet und nicht die rohen Bilder in deinem Kopf. Damit meine ich, dass das Gefühl, das du aussendest, viel wichtiger ist als die Bilder, die du zum Beispiel beim Visualisieren in deinem Kopf hast. Es reicht nicht, wenn du einfach die Bilder siehst und das Gefühl, das dahinter steckt, nicht spürst oder nicht ausreichend spürst. Das ist auch etwas, was ich früher sozusagen falsch gemacht habe. Ich habe mir einfach die Bilder vorgestellt, ich habe das schon irgendwie gesehen, aber ich habe nicht wirklich großartig etwas gespürt. Natürlich hat es sich gut angefühlt, aber ich war nicht wirklich im Gefühl drin. Und so ist es natürlich enorm schwierig, dass deine Wünsche zu dir kommen. Also sei dir wirklich auch bewusst, das Gefühl ist das Wichtigste und das Universum gibt dir immer wieder Manifestationen, die mit deinem Gefühl zusammenpassen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bist frustriert und dann gehst du aus dem Haus raus und dann triffst du jemanden an und dann hast du ein total frustrierendes Erlebnis mit dieser Person. Dann gehst du weiter.
dann steigst du in den Zug ein und dann merkst du, der Zug ist total voll und du kannst dich nirgends hinsetzen und du fühlst dich wieder frustriert. Und die Manifestationen, die du dann hast, hast du dir nicht vorgestellt, du hast nicht daran gedacht, natürlich nicht. Aber das Universum hat dir trotzdem diese Dinge sozusagen gebracht, weil sie mit deinem Gefühl zusammenstimmen. Ja? Die Situation mit der Person hat dich frustriert, die Situation im Zug hat dich frustriert. Und wenn du deine Gefühlslage sozusagen nicht änderst, dann wirst du immer wie mehr Frust anziehen. Genau. Und ich habe auf YouTube ein Video, das heißt die Grundlage für erfolgreiches Manifestieren. Und in diesem Video erkläre ich dir auch nochmal, wie du mehr ins Vertrauen kommen kannst. Und da gehe ich auch nochmal darauf ein, dass das Universum wirklich deine Gefühle beantwortet und dass die Bilder alleine einfach nicht ausreichen. Genau. Dann Tipp Nummer 4, mache alle Methoden wirklich nur, wenn sie dir etwas bringen, wenn sie dir sofort etwas bringen. Damit meine ich, wenn du zum Beispiel ein Vision Board hast. Ich sage nicht, dass das Vision Board nicht gut ist, aber wenn du ein Vision Board aufstellst und es gibt dir nicht sofort ein richtig gutes Gefühl, wenn du es dir anschaust, dann ist das Vision Board eigentlich nicht wirklich hilfreich für dich. Ich kann wieder von mir erzählen, ich habe damals natürlich auch ein Vision Board gemacht. Und ich habe es mir angesehen und ja, natürlich war das irgendwie schön. Das kann ich ja nicht sagen, dass es nicht schön war, wenn ich da die Bilder von meinen Wünschen gesehen habe. Aber es hat in mir nichts ausgelöst, in dem Sinn, dass ich auf die Schwingung von diesen Wünschen gekommen bin. Im Gegenteil, ich hatte immer wieder das Gefühl so, boah, das ist doch unerreichbar für mich oder wie soll ich das bloß schaffen? Kann ich das überhaupt? Und für mich damals war diese Methode überhaupt nicht gut, weil sie mich nicht wirklich in das Gefühl reingebracht hat und weil es mir auch keine Erleichterung gegeben hat. Wenn du jetzt jemand bist und du hast ein Vision Board und du siehst es an und du fühlst dich wirklich nur gut, du kommst sofort in das Gefühl rein, dann ist diese Methode super für dich. Es geht weniger darum, ist die Methode gut oder schlecht, sondern stimmt die Methode für dich im Moment? Ist es das Richtige für dich? Genauso wie mit dem Visualisieren. Manche Menschen visualisieren und dann kommen sie richtig rein und es ist richtig real und sie spüren all diese Gefühle, wie es wäre, wenn sie den Wunsch schon hätten. Und das ist natürlich super, das ist perfekt, genauso sollte es sein. Aber es gibt auch so viele Menschen, die versuchen zu visualisieren und das ist dann eher mechanisch und sie kommen nicht in das Gefühl herein und dann setzen sie sich unter Druck und so weiter und dann bringt das Ganze natürlich überhaupt nicht. Auch wenn dir jemand sagt, hey, visualisiere jetzt 15 Minuten deinen Wunsch am Tag. Wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, dann ist die Methode für die Katz. Weil die Methoden alle sollten nur eines mit dir machen. Du solltest dich super gut fühlen danach, du solltest dich besser fühlen und du solltest eine sozusagen eine Erleichterung spüren in dir. Ja, so à la, ah ja, das wäre richtig schön und dann merkst du, die Anspannung, die du vielleicht hattest vorhin, geht weg und du kommst in dieses schöne Gefühl rein und es ist richtig real und so weiter. Dann ist die Methode super für dich. Aber wie gesagt, überprüfe zuerst, ist das wirklich eine Methode, die mir gut tut oder mache ich das einfach nur, weil, ja, weil mir das jemand gesagt hat, weil ich das irgendwo gelesen habe. Das ist ganz wichtig. Und ich habe noch zwei Videos. Das eine heißt 3 Gründe, warum die Visualisierung nicht ausreicht. In diesem Video spreche ich nochmal über das Thema Visualisieren und warum es oft nicht immer die beste Methode für dich ist. Und ich habe noch ein weiteres Video, das heißt Vision Board, funktioniert es wirklich? Dort gehe ich nochmal weiter auf dieses Thema ein. Also schau dir die Videos an, wenn dich das interessiert, dort wirst du noch weitere Tipps bekommen, wie du diese Methoden für dich am besten umsetzen kannst. Genau, dann Tipp Nummer 5. Fange sofort an, mit deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Das ist eines der wichtigsten Dinge, wenn du deine Wünsche so schnell wie möglich anziehen möchtest und wenn du vor allem auch als Anfänger oder Anfängerin dabei bist, mit dem Gesetz der Anziehung zu arbeiten. Ich würde sagen, 99% von allen Menschen haben negative Glaubenssätze in sich, die sie daran hindern, ihre Ziele zu erreichen. Und wenn du dich nicht um deine Glaubenssätze kümmerst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so schnell vorwärts kommen, wie wenn du es tun würdest. Ja, ich arbeite auch immer wieder mit Menschen zusammen, dann kommen sie zu mir und sagen, ja Nadine, ich habe so 3 bis 5 Glaubenssätze ungefähr, können wir die lösen? Und wenn sie dann beginnen mit mir zu arbeiten, merken sie plötzlich, oh wow, ich habe ja 30, 40, 50 negative Glaubenssätze in mir, aber sie haben es vorher einfach nicht gemerkt. Und es ist total normal, ich sehe das täglich in meiner Arbeit.
Und das ging natürlich auch mir so damals. Ich habe auch gedacht, ja, ich habe so ein paar Blockaden, das ist nicht so dramatisch. Und schlussendlich habe ich 3, 4, 5 A4-Seiten aufgeschrieben mit Glaubenssätzen, ja. Und es ist wirklich harte Arbeit, das muss ich so sagen, das ist harte Arbeit, aber es lohnt sich. Ja, es lohnt sich garantiert. Und wenn du merkst, deine Wünsche kommen nicht, du steckst irgendwie fest, du tust aus deiner Sicht heraus eigentlich alles, was nötig ist, aber deine Wünsche kommen trotzdem nicht, dann kann ich dir wirklich empfehlen, deine Glaubenssätze anzuschauen. Und ich habe noch ein weiteres Video, das heißt, wie du negative Glaubenssätze erkennst. Dort zeige ich dir 2 super tolle Techniken, wie du deine negativen Glaubenssätze erkennst, um sie dann auch wirklich für immer zu lösen. Dann Tipp Nummer 6, stelle einen systematischen Plan auf. Ja, das ist wirklich unglaublich wichtig. Ich sehe immer wieder Menschen, die ein bisschen visualisieren und ein bisschen affirmieren, sich ein bisschen ins Gefühl reingeben, dann machen sie mal was, und dann machen sie mal wieder nichts und so weiter. Und dann kommen sie ein bisschen ins Gefühl rein und dann wieder nicht. Und schlussendlich sind sie dann doch wieder verwirrt und fragen sich, ja, mach ich das jetzt eigentlich richtig? Muss ich jetzt wirklich das tun oder soll ich lieber das machen? Ich habe gehört, ich soll eigentlich das machen. Und dann, ja, dann sind sie total verwirrt und kommen natürlich nicht weiter. Und ja, natürlich ging mir das auch mal so. Und deswegen kann ich dir jetzt sagen, es gibt wirklich einen systematischen Plan für dich, wie du deine Wünsche systematisch in dein Leben ziehen kannst, weil deine Wünsche gibt es jetzt bereits. Ja, das ist kein Nebel irgendwo, irgendwann kommt dann irgendwann der Wunsch, sondern es ist wirklich möglich, dass du deine Wünsche systematisch in dein Leben ziehst, dass du sie zuverlässig und mit 100% Erfolg erfüllen kannst. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, das tönt super, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, dann komm in mein kostenloses Webinar nächsten Donnerstag am 11. Juni um 18:30 Uhr. Dort zeige ich dir, wie du diesen Plan für dich aufstellen kannst und was du beachten musst, um deine Wünsche wirklich total systematisch und zuverlässig in dein Leben ziehen kannst. Ich werde den Link nachher unten reinstellen. Melde dich an. Ich habe nicht mehr allzu viele Plätze frei. Das ist kein Marketing-Gag, den du immer wieder hörst. Das ist wirklich so. Es haben sich bereits über 50 Menschen schon angemeldet und ich kann mit dieser Software nur eine gewisse Anzahl Menschen da ins Webinar reinlassen. Deswegen melde dich noch heute an. Und ich freue mich riesig, dich dort zu sehen. Es wird richtig toll. Du wirst ganz viel Mehrwert von diesem Webinar bekommen. Das verspreche ich dir. Am Schluss stelle ich auch noch mein Coaching-Programm vor, weil es mir wirklich wichtig ist, dass du dein Wunschleben erreichen kannst. Aber ich verspreche dir, du wirst auch so ganz, ganz viel von diesem Webinar mitnehmen. So, jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns im Webinar. Ja?